So Leute, hier ist wieder euer Sonic Shadow Fusion. Jetzt werde ich für das 50 Abonnenten Special das gute alte Chicken Invaders 2 spielen. Und zwar die Xmas Edition. Space. The Final Frontier. The Solar System. Our home. As we rejoin the plot, our hero is cleaning up the last of the chicken invaders. Earth is safe once more. Almost. Da ist ein Chicken Invader und da ist der Held. Und da rennt er vor einer gewaltigen Horde Chicken Invaders weg. Die zähle ich nicht. This does not look good. Someone will have to clean up this mess. I wonder who. Well, I don't. Hier haben wir anstatt des Cursors of Doom die Gabel of Doom. Mit der könnten wir jetzt einen Chicken Invader ärgern, wenn er im Bildschirm rumflitzen würde. Aber da das nicht tut, gehen wir gleich auf Save the World. Start your engines. Hab ich soeben getan. Und ich zocke mit der Maus. Ja, nee, ist klar. So, als erstes, was die Hühner eigentlich tun und was sie hinterlassen. Ganz einfach, sie fliegen da oben rum, während ich hier unten bin und auf sie draufballere. Die Blätter, die sie fallen lassen, das sind Mistelzweigblätter. Ist da Christmas Edition. So, und die Christbaumkugeln sind logischerweise die Eier, die sie sonst legen würden. Die Mistelzweigblätter sind dann die Hühnerkeulen, die runterfallen, wenn man die Viecher abgeknallt hat. Ich liebe den Geruch angesenkter Chicken Invaders am Morgen. Und die Sterne sind eigentlich Münzen. Die Meteoriten sind hier Schneebälle. Wenn man sie zerstört, kriegt man manchmal irgendwelche Extras, zum Beispiel Münzen oder Power-Ups. Sterbt. Du segelst jetzt auch runter. Gut. Third time lucky. Ja, dreimal bringt Glück.
Asteroiden. So, und jetzt ein Bonus. Und der hinterlässt mir ein Power-Up. Show him who's the boss. Yeah, I am the boss. Oh, sorry. Jetzt habe ich was weggeklickt. Klassische Invasion. Oh ja, wenn man genug von den Blättern einsammelt, dann kriegt man eine Rakete. Die müsste dann bei Einsatz einen totalen Instant-Kill verursachen. Also, dass alle sofort sterben, außer dem Helden natürlich. Asteroiden, Hühner. Bei den Bossen machen sie einfach nur irreparablen Schaden. Ja, ich achte auf die Hinterseite. Na, sorry, dass das Spiel in Englisch spiele, aber es gab es auch nur in Englisch. Ich frage mich, wie auf so eine kranke Idee kommt, dass Hühner aus dem All kommen und die Erde übernehmen wollen. Jetzt habe ich eine andere Waffe, in der viel mehr Power steckt. Ist auch gut so, denn der legt mir einfach zu viele Eier. Man sollte immer auf solche Achtungsschilder achten. Sonst kann es sein, dass einem ein riesengroßes Sparschwein entgegenrollt. Oh ja, hier hinter steckt Power. One more time. So, ich habe gerade ein extra Life gekriegt. Ach, jetzt gibt's Frühstückseier, ist ja perfekt. Einfach drauf losfeuern. Die sterben so oder so. Und wieder Asteroiden, die sich diesmal wesentlich öfter aufteilen. Die habe ich schnell erledigt. Und den auch. Tja, und jetzt geht's auf zum Saturn. Und tatsächlich geben wir hier Geld aus. An einer Zapfsäule. Ja, kaum zu glauben, auch so ein Raumschiff braucht mal Treibstoff. Oh, wir haben sogar bezahlt, yo. Auf
Auf dem Weg zu Saturn. Ah, alle vier gekriegt. One more time.